Genauso einfach und schnell wie das Wellenmuster selbst strickt sich auch eine Mütze daraus. Ich zeige dir hier so das Muster in Runden. Es besteht nur aus 5 Runden und davon nur eine einzige Musterrunde. Ich habe hier schon ein ganz schönes Stück gestrickt. Wichtig ist nach dem Anschlag, dass du die erste Runde linke Maschen strickst, also nicht wie sonst rechte Maschen, damit sich der Rand nicht zu sehr einrollt. Die Musterrunde wird wie folgt gestrickt. Du benötigst übrigens eine Maschenzahl teilbar durch 12, wenn du das Muster in Runden strickst. Und ich habe hier pro Nadel 24 Maschen angeschlagen. Also Musterrunde, 2 Maschen rechts zusammenstricken, 2 Maschen rechts zusammenstricken, ein Umschlag, eine Masche rechts, Umschlag, eine Masche rechts, Umschlag, eine Masche rechts und noch ein Umschlag. Eine Masche heben, eine Masche stricken, die gehobene Masche über die gestrickte ziehen, noch einmal, eine Masche heben, eine Masche stricken, die gehobene über die gestrickte ziehen, eine Masche rechts und das Ganze wiederholen. Zwei Maschen rechts zusammenstricken, noch einmal zwei Maschen rechts zusammenstricken, dreimal ein Umschlag, eine Masche rechts, einmal, zweimal, dreimal und noch ein Umschlag, eine Masche heben, eine Masche stricken und drüber ziehen, eine Masche heben, eine Masche stricken und drüber ziehen, eine Masche rechts und das Ganze über die ganze Runde wiederholen, also über alle 4 Nadeln wiederholen. Danach darauf strickst du 3 Runden rechter Maschen und eine Runde linker Maschen und dann beginnst du wieder bei der Musterrunde, bei der ersten Runde. Diese 5 Runden werden immer wiederholt. Eine Faustregel für die Höhe bis zu den Abnahmen ist ein Drittel des Kopfumfangs. Also ich habe hier 44 Kopfumfang, sagen wir 45, durch 3 macht 15. Ich stricke also 15 cm hoch, bis ich mit den Abnahmen beginne. Und ich beginne mit den Abnahmen nach der Runde linker Maschen. Abgenommen wird ebenfalls ganz einfach am Anfang der Runde eine Masche abnehmen. Ich mache es rechts überzogen und in der Mitte der jeder Nadel. Also am Anfang jeder Nadel und in der Mitte jeder Nadel. Du kannst entweder 2 Maschen rechts zusammenstricken zum Abnehmen oder eine Masche heben, eine Masche stricken und die gehoben über die gestrickte ziehen. Also das nennt man rechts überzogen zusammenstricken. Ich nehme diese Methode. Eine heben, eine stricken, die gehoben über die gestrickte ziehen. Also pro Nadel am Anfang und in der Mitte eine Masche abnehmen, in jeder zweiten Runde. Dazwischen strickst du eine Runde rechter Maschen. Das wiederholst du so lange, bis du nur mehr die Hälfte der Maschen auf jeder Nadel hast. In meinem Fall also 12 Maschen. So, du siehst hier nun schon, wie sich die Abnahmen formen. Und nun nehmen wir schneller ab. Also ich habe nur mehr 12 Maschen auf jeder Nadel. Und nun wird genauso, aber in jeder Runde abgenommen. Also in jeder Runde am Anfang und in der Mitte der Nadel abnehmen. Du brauchst im Übrigen gar nicht zu zählen, denn du siehst hier ganz deutlich, wo die Abnahmemaschen sind. Hier siehst du die Schräge der überzogenen Maschen. Also das ist dann die Masche, die abgehoben wird, auf die die Schräge hinzuläuft. Wenn du dann auf jeder Masche nur mehr 2 Nadeln hast, irgendwie ist da dauernd die Lucy vor dem Mikrofon. Lucy! Oh. Die Lucy schnurrt ins Mikrofon. Wenn du nur mehr 2 Maschen auf jeder Nadel hast,
ist deine Mütze fertig. So, also auch hier natürlich dann abnehmen, genauso. In dem Fall die ersten zwei und die zweiten zwei Maschen zusammen, rechts überzogen zusammenstricken. Und ich fädle dann die Häkelnadel, eine Häkelnadel durch alle Maschen in der richtigen Reihenfolge, so als würde ich es stricken. Und ziehe nun einfach den Arbeitsfaden durch alle Maschen durch. Zur Befestigung häkle ich dann noch drei Luftmaschen. Dann kannst du den Faden nach innen ziehen und sauber vernähen. Fertig ist unser Hyazinthenmützchen. Du siehst hier sehr hübsch die Abnahmen wie ein Stern. Und eine hübsche Rundung. Ich habe eine kleine Variante davon gestrickt mit einem dickeren Garn, so dass sich genau vier Musterrapporte ausgehen. Das sieht dann hübsch aus bei den Babymützchen, wenn hier vorne ein Musterteil ist und zwei Musterteile über die Ohren gehen. Viel Spaß mit dem Hyazinthenmützchen.